Hallo und herzlich willkommen zu diesem Podcast Nummer 110 von Dienstag, dem 9. April 2024 im Podcast-Kanal von Ralf Stumpf Seminare aus Berlin. Dieser Podcast über Modeling und NLP erscheint normalerweise am Dienstag als Audio auf der Seite www.ralfstumpf.de/podcast, auf Apple Podcast, auf Spotify, auf den ganzen üblichen Kanälen und häufig auch noch zusätzlich als Podcast oder sogar als Video auf dem YouTube-Kanal. In manchen Wochen kommen auch zwei Podcasts oder er kommt erst am Mittwoch. Damit du immer informiert bist, empfehle ich dir, den Newsletter, um den es heute sowieso gleich ausführlich gehen wird, zu abonnieren unter www.ralfstumpf.de/newsletter. Heute geht's inhaltlich um NLP, Verschwörung und Wahrheit, aber in Wirklichkeit geht's um was ganz anderes. Es geht nämlich um Newsletter-Kommentare. Lass dich überraschen, gleich geht's los. Ich schreibe jetzt seit fast auf den Tag genau 7 Jahren jede Woche einen Text-Newsletter. Der erste erschien am Samstag, dem 15. April 2017 und inzwischen sind wir bei Nummer 344 angekommen. Jeden Samstag kommt da so ein kleiner NLP-Essay und anfangs waren die sehr kurz, ungefähr so 1500 Zeichen. Inzwischen habe ich mich bei ungefähr 3000 Zeichen eingependelt und denke mir jedes Mal, jede Woche, jeden Samstag, um Gottes Willen, was lasse ich denn weg? Weil gefühlt ist es für mich so, dass ich bei den Themen, die ich mir da nehme, immer ungefähr 20% schreibe von dem, was ich schreiben könnte und 80% weglasse. Meine Gruppe von Testlesern, denen ich sehr danke, die wissen das, dass ich da oft dann auch irgendwie vor mich hin grummele, weil die dann wieder meinen, Ralf, das hast du zu dicht formuliert, zu knapp, zu kurz. Und ich sage, ja, das kann durchaus sein, aber ich will mich halt auf diese ungefähr 3000 Zeichen beschränken, auf diese ungefähr 5 Minuten Lesezeit, die man dafür braucht. Dadurch entstehen natürlich sehr verkürzte, sehr dichte Texte und deswegen höre ich relativ oft von den Leuten, die den Newsletter lesen, ich hoffe, du hörst die Anführungszeichen, dass sie sagen, ja, sie bekommen den jeden Samstag, sie finden ihn auch toll, aber der wäre so dicht formuliert, dass sie ihn gerne in Ruhe lesen wollen und sich deswegen ihn erstmal abspeichern, mit anderen Worten also nicht lesen. Einmal brachte mir sogar einer die ersten 200 ausgedruckt als Buch mit. Ich habe das signiert. Ich fühlte mich sehr gewertschätzt. Vielen Dank dafür. Also 7 Jahre diesen Text-Newsletter und seit gut 2 Jahren, also seit Januar 2022, gibt es diesen Audio-Newsletter, den Podcast am Dienstag. Und der geht ja jeweils ungefähr eine Stunde. Und da dachte ich mir, da bietet sich's doch an, dass ich jetzt einfach mal einen Newsletter nehme. Und zwar werde ich jetzt einfach die aktuelle Serie nehmen, die ich gerade schreibe seit dem 26. Februar. Und die ganzen Ergänzungen, die ich sonst weglassen muss, alles das, was ich mir sonst nur denke, was im Hintergrund mitschwingt, was ich manchmal in lange Fußnoten packe, das jetzt einfach mal dazu sage. Und dann gucken wir mal beide, wie das kommt. Das heißt, ich beginne jetzt den Newsletter Nummer 341 NLP Verschwörung und Wahrheit Teil 1 von Samstag, dem 2. März 2024, dir Stückchen für Stückchen vorzulesen und zu ergänzen. Und das beginnt ja schon mit dem Titel NLP Verschwörung und Wahrheit. Dahinter steckt ein bisschen die Idee, die mich eigentlich schon seit vielen Jahren umtreibt. Wie gesagt, seit 7 Jahren schreibe ich diesen Newsletter. Und bis zum Beginn der Corona-Zeit war das eigentlich ein vergleichsweise normaler NLP-Newsletter, wo es um NLP-Techniken ging, NLP-Formate, manchmal ein bisschen auch über den Rand des NLP hinausschauend, Psychographie, Spiral Dynamics, sowas in die Richtung. Und dann kam Corona. Und wie das damals anfing, im Februar 2020 hatten wir gerade einen Blog der Coach-Ausbildung. Und das war schon spooky. Ich meine, man kennt diese ganzen Bilder natürlich von irgendwelchen Hollywood-Filmen. Das heißt,
Wir fingen da am Mittwoch mit einer bestimmten Gruppe an und im Laufe der 5 Tage wurden das von Tag zu Tag weniger Leute. Wir nahmen mehr Abstand. Die Stimmung wurde seltsam. Die ersten wichen ins Hotel aus und nahmen über Zoom teil. Manche fragten sich schon, komme ich überhaupt noch nach Hause? Und was mir damals auffiel, war, dass sich die Stimmung sehr änderte und Angst bei den Leuten sich verbreitete. Deswegen habe ich dann die Woche drauf meinen ersten Corona-Newsletter geschrieben zum Thema Angst. Und das war für mich wirklich eine große Veränderung meines Newsletter-Schreibens, weil was ich vorher immer schon wusste, aber nie an die große Glocke gehangen habe, war natürlich, wofür machen wir denn eigentlich NLP, wenn nicht dafür, dass es im Alltag taugt? Also ich mache ja NLP nicht dafür, dass ich irgendwie das weltbeste Change History oder den schnellsten Six-Step kann oder das kraftvollste Re-Imprinting, sondern ich mache ja NLP, damit es mir im Alltag hilft und im Idealfall auch noch ein paar anderen Leuten im Alltag hilft, die mit mir zusammen sind. Also NLP ist für mich Alltag und zeigt sich in der Alltagstauglichkeit. Und jetzt kommt da so eine Katastrophe wie eben damals Corona und das war doch, würde ich schon sagen, das einschneidendste Ereignis in den Jahrzehnten, die ich da erlebt habe, vielleicht vergleichbar mit dem Mauerfall 1989, aber das war da halt auch schon dann 30 Jahre her. Also es war schon eine große Sache und es war ein psychischer Ausnahmezustand. Und ich meine, hallo, wann, wenn nicht jetzt, ist die Stunde der NLPler, die sagen, ach übrigens, wir hätten da die eine oder andere Methode im Angebot, die man jetzt anwenden könnte, um vielleicht mit dem Ganzen klarzukommen. Psychische Stabilität, Ressourcen aufbauen, Umgang mit Angst, alles das. Also fing ich an, entsprechend einen Newsletter zu schreiben. Und du weißt selber, Corona schleppte sich dann am Ende 2 bis 3 Jahre hin. Das heißt, ich habe dann 2 bis 3 Jahre auch immer wieder über solche Themen geschrieben. Aber über ein Thema habe ich in der ganzen Zeit eigentlich nie geschrieben. Und das war das Thema Verschwörungstheorien. Das stand öfter mal im Raum, immer wieder kamen Leute zu mir und meinten, Ralf, was denkst denn du darüber, was hältst denn du davon, kennst du die und die Idee? Und ich habe mich da immer eher so, ich will nicht sagen rausgehalten, sondern halt einfach meine Meinung dazu gesagt und mich immer auch gefragt, soll ich jetzt was dazu schreiben? Noch nicht. Und das immer so ein bisschen verschoben. Und jetzt dachte ich mir, jetzt muss. Jetzt muss mal einfach über das Thema Verschwörung. Und um das mal von der rein theoretischen Seite, also zum Thema Verschwörungstheorie, ich bin da einer von denen, die sagen, das ist ja erstmal einfach ein Wort. Also eine Verschwörungstheorie ist eine Theorie über eine Verschwörung. Und danach könnte man die prüfen. Und also unter uns, die allermeisten Sachen, die mir angeboten werden, und ich treffe mich mit relativ vielen Leuten, die mir relativ viele Angebote machen, was man glauben, deuten, sehen, erkennen und wissen könnte. Also die meisten von diesen Sachen halte ich persönlich für sehr unwahrscheinlich, um nicht zu sagen Quatsch. Allerdings, und das ist ein sehr großes Allerdings, spätestens seit den Sachen, die Edward Snowden vor vielen Jahren herausgefunden hat und was der da aufgedeckt hat, bin ich vorsichtig und sage mir, auch wenn das noch so absurd klingt für mich, auch wenn das für mich komplett undenkbar klingt, es sind schon einige Dinge irgendwann ans Licht gekommen. Es haben sich schon einige Dinge ereignet, die ich noch vor kurzem für komplett undenkbar gehalten hätte. Und was ich zum Thema Verschwörungstheorien auch immer wieder im kleinen Kreis, wenn mich Leute darauf ansprechen, sage und darauf hinweise, ist, dass gerade wir NLPler da schon möglicherweise ein bisschen vorsichtig argumentieren sollten, weil wir NLPler sagen natürlich auch, ja, NLP ist eine super Methode, das funktioniert wirklich, aber dann kommen andere und sagen, das ist doch pseudowissenschaftlich, das ist doch in keiner Weise belegt, das ist doch wissenschaftlich nicht haltbar. Das heißt mit anderen Worten, es gibt genügend Leute, für die ist NLP auch eine Verschwörungstheorie, also im Sinne von, das ist zwar jetzt da nicht irgendwie geheime Machenschaften im Hintergrund sind, auch das gibt es auch, der Vorwurf NLP wäre eine Sekte, aber im Sinne von, das ist halt ein Hirngespinst, ja, das sagen viele auch über NLP. Das heißt, ich bin ja selber einer von denen, die
etwas für wahr halten, etwas glauben, was viele andere Menschen nicht glauben. Also wer bin ich denn dann, dass ich den Glauben anderer Menschen abtue, abwerte, nur weil ich ihn nicht nachvollziehen kann? Ich meine, bevor ich NLP gemacht habe, war ich katholischer Kirchenmusiker und ich habe mal in einem Text über Verschwörungstheorien gelesen, die längste, in Anführungszeichen, Verschwörung, die es jemals gab, ist die katholische Kirche, weil das ist wirklich weltumspannend über Jahrtausende und da ist wirklich auch die Idee, dass man etwas verändern möchte an der Welt. Also ich glaube, sowas gibt's wirklich, was man bei Verschwörungstheorien benennt. Allerdings glaube ich, dass die meisten Sachen, die mir konkret angeboten werden, nicht zutreffen. Aber wie gesagt, ich weiß es nicht. Was ich aber weiß, und da kommt jetzt wieder das Modeling rein, ist, dass ich natürlich gucken kann, was macht das. Also das ist für mich sozusagen der Brecht-Test, der Bertolt-Brecht-Test, weil es gibt von Bertolt Brecht die Geschichten von Herrn K., die Geschichten von Herrn Kreuner. Und da gibt es eine, die mir sehr gut gefällt und die mein Leben wirklich geändert hat. Und zwar geht die folgendermaßen, da kommt also ein Mann zu Herrn K. Und der Mann fragt den Herrn K., gibt es einen Gott? Und Herr K. antwortet, du, das kann ich dir nicht sagen, aber ich kann dir insofern weiterhelfen, dass ich dir eine Gegenfrage stelle. Würde es dein Leben ändern, wenn es einen Gott gäbe? Wenn nein, ist die Frage für dich irrelevant. Wenn ja, dann brauchst du einen Gott. Und ich finde die Geschichte brillant. Ich finde die Geschichte brillant und habe mir übernommen, ganz oft, wenn Leute mir scheinbar schwierige Fragen stellen, dass, wo auf die ich keine Antwort weiß, dass ich dann zurückfrage, was würde es für dein Leben ändern, wenn du eine Antwort hättest? Also auf einer Metaebene, und zwar auf der Metaebene im Handlungsbereich. Und da muss ich sagen, dass bei vielen Leuten, die ich hier beobachte, die etwas für wahr halten, was die meisten Leute Verschwörungstheorie nennen würden, finde ich die Veränderung wenig überzeugend. Also der Vorteil ist, man hat dann zwar ein konsistentes Welterklärungsmodell, wobei es häufig Modelle sind, wo man nicht wirklich intensiv nachfragen darf, aber der Vorteil ist, man hat so eine Idee von, ich weiß, wie es wirklich ist, aber mein Eindruck ist, es macht nicht glücklich. Die meisten Leute, die sowas glauben, lachen eher weniger und sehen überall Gefahren und fühlen sich leicht verfolgt und in der Minderheit und häufig auch schwach, wenn auch im Besitz der Wahrheit. Also für mich persönlich wäre das Hauptargument gegen die meisten dieser Theorien, dass mich die Leute in ihrer Ausstrahlung nicht überzeugen, die sowas glauben. Ansonsten bin ich für sowas prinzipiell offen und würde auch niemals behaupten, dass irgendwas von diesen Sachen stimmt oder nicht stimmt. Was weiß ich denn, was die Wahrheit ist? Der Newsletter, also ich bin immerhin jetzt mal schon in, ich glaube, wie lange machen wir jetzt schon? 10 Minuten. Und ich habe fast schon die Überschrift geschafft. Na, guck mal, das läuft doch. NLP-Verschwörung und Wahrheit. Ja, jetzt kommen wir zu dem Thema Wahrheit, aber das kommt ja gleich nochmal im Newsletter ganz ausführlich. Und dann Untertitel, woher weißt du, was du zu wissen glaubst? Ich fange mal mit dem Text des Newsletters an. Da steht, 6 Wochen ging es jetzt ums Denken und um dessen Feinheiten, abgerundet letzte Woche von Daniel Köpken, einem Gastbeitrag, für den ich noch einmal danke. Jetzt will ich dir noch eine konkrete Anwendung zeigen, ganz klassisch auf NLP-Basis. Also da habe ich geschrieben, 6 Wochen ging es jetzt ums Denken, weil es 6 Wochen lang ums Denken ging. Und jetzt kann sein, dass du dich fragst, wieso geht es in einem NLP-Newsletter eigentlich 6 Wochen lang ums Denken? Und die Antwort könnte lauten, weil NLP Denken ist. Und an dieser Stelle, wenn du öfter schon mal hier einen Podcast gehört hast oder meine Arbeit kennst, weißt du ja, dass für mich NLP ohne die logischen Ebenen Spiral Dynamics und das Modell der Psychographie schwer denkbar ist. Und an dieser Stelle kommt das Modell der Psychographie ins Spiel. Das Psychographie-Modell von Dietmar Friedmann beschreibt 3 Bereiche, den Beziehungsbereich, den Erkenntnisbereich und den Handlungsbereich. Und alle 3 Bereiche spielen im Leben eine Rolle, alle 3 Bereiche sind wichtig und wer nicht mit allen 3 Bereichen gut genug klarkommt, ist im Grunde nicht imstande, ein Leben zu leben. Allerdings ist es so, dass unterschiedliche Menschen auf unterschiedliche Bereiche unterschiedlich spezialisiert sind.
Weswegen man sagt, jedem Menschen liegt ein Bereich am meisten und danach werden Typen benannt. Das heißt, der, dem der Beziehungsbereich am meisten liegt, ist dann eben der Beziehungstyp. Der, dem der Erkenntnisbereich am meisten liegt, ist der Erkenntnistyp. Und der, dem, derjenige, dem der Handlungsbereich am meisten liegt, ist dann der Handlungstyp. Diese Typen sind interessant zu wissen, spielen aber so in der konkreten Arbeit relativ geringe Rolle. Was eine viel größere Rolle spielt, sind eben die drei Bereiche und die Tatsache, dass es in allen drei Bereichen spezielle Themen gibt, die im Laufe des Lebens auftauchen, also Beziehungsbereichsthemen, Erkenntnisbereichsthemen und Handlungsbereichsthemen, und dass es, wenn du diese Themen bearbeiten oder lösen möchtest, absolut notwendig ist, sie mit Methoden des jeweiligen Bereichs anzupacken. Also viele Probleme und auch viele Witze kommen daher, dass Leute zum Beispiel mit Handlungsbereichstechniken, Beziehungsbereichsprobleme anpacken wollen oder ähnliches. Also das Wichtige, und das ist sozusagen auch die Essenz der Coaching-Ausbildung, das Wichtige ist die Passung, dass wenn du in einem bestimmten Bereich arbeitest, du auch mit den Methoden dieses Bereichs arbeitest. Und dann gibt es eben im Beziehungsbereich die systemisch-energetischen Methoden und im Erkenntnisbereich als Hauptmethode NLP. Das heißt, nach Dietmar Friedmann, und das war eine Sache, die hat mich bei ihm wirklich sehr begeistert, das zu lesen und zu verstehen, ist es so, dass NLP ist die Methode des Erkenntnisbereichs. Ich habe da am Anfang ein bisschen geschluckt, wie ich das gelesen habe, weil natürlich als glühender NLPler hätte ich lieber gelesen, NLP ist die Methode, die in allen drei Bereichen arbeitet. Was sie auch tut, werde ich dir gleich erklären. Aber je mehr ich mich dann damit auseinandergesetzt habe, mit dem, was da Dietmar Friedmann schreibt, umso mehr muss ich ihm recht geben, NLP ist die Methode des Erkenntnisbereichs. Und den richtigen Tiefschlag hat dann Steve DeShazer gesetzt in einem Buch über die von ihm erfundene Methode Solution Focus Brief Therapy, lösungsorientierte Kurztherapie, wo er ein oder zwei Seiten Abrechnung mit NLP schreibt und das gipfelt in der Aussage, dass NLP das Gleiche wäre, beinahe mehr oder weniger wie Psychoanalyse. Und ich meine, wenn es irgendwas gibt, wogegen sich NLPler normalerweise verwehren, das ist die Psychoanalyse. Aber beim Lesen dieses Textes und ihn wirklich, wirklich lesen und an mich ranlassen und mutig sein, musste ich irgendwann, das ging relativ schnell, dem Steve DeShazer zustimmen, dass NLP und Psychoanalyse sind beides Methoden, die gehören in den Erkenntnisbereich. Das wird jetzt auch im Laufe dieses Newsletters, den ich dir hier Stückchen für Stückchen, also wir sind nach einer halben Stunde gerade mal im ersten Absatz angekommen, merke ich jetzt. Das wird noch eine Rolle spielen. Das heißt, von diesen drei Bereichen, Liebe, Erkenntnis und Ordnung könnte man es auch nennen, oder das Schöne, das Wahre und das Gute, spielt NLP im Erkenntnisbereich mit. Und die Methode im Erkenntnisbereich ist halt nicht das Fühlen und nicht das Machen, sondern das Denken. Das heißt, dass NLP zu den Methoden gehört, die sich professionell mit dem Denken beschäftigen. Das ist heute manchmal ein bisschen peinlich. Also, obwohl Deutschland ja manchmal noch das Land der Dichter und Denker heißt, ist es so, also wenn ich mich so umgucke, glaube ich, dass das Denken im Augenblick keine so gute Presse mehr hat. Gefeiert werden eher die Macher und die Sensiblen, aber Leute, die rational sind, die denken, die vernünftig sind, naja, ist so, braucht man halt notwendiges Übel, aber so die ganz tolle Presse haben die nicht. Das ist ein Grund, warum ich nicht zum Verteidiger dieses Bereichs aufgeschwungen habe. Die weiteren Gründe sind, ich bin halt nun mal Erkenntnistyp und ich mache halt nun mal NLP. Da liegt es nahe, diesen Bereich zu verteidigen und zu pflegen. Aber der Hauptgrund ist, dass ich wirklich tief davon überzeugt bin, dass wir eine Balance zwischen den drei Bereichen brauchen. Keiner von den drei Bereichen ist der Beste. Also folge deinem Herzen ist genauso Quatsch wie denk nicht lange nach, tu einfach was und ist genauso Quatsch wie zweimal nachgedacht ist besser als einmal falsch gehandelt. Das heißt, jede Art von Gewichtung im Sinne von einer von diesen drei Bereichen ist der wichtigste, halte ich für albern. Mir geht es darum, die drei Bereiche zu balancieren. Weswegen in der jetzigen Zeit, wo mein Eindruck ist, dass das Denken eher nicht so eine
gute Reputation hat und der Trend im Augenblick noch im Beziehungsbereich zu Hause ist, also bei den systemisch, energetisch, esoterisch, spirituell gefühlvollen Techniken. Da bin ich dann halt einfach derjenige, der eine Lanze für das Denken bricht. Und darum hatte ich diese 6 Wochen Newsletter übers Denken und habe in diesen 6 Wochen glühend verteidigt, warum ich finde, dass das Denken mindestens in Anführungszeichen ebenbürtig ist dem Fühlen. Und hatte dann am Ende bei Daniel Köpke eingeladen, noch in einem Beitrag mir zu widersprechen, weil Widerspruch ist wichtig, ist auch eine wichtige Denktechnik, und das Fühlen zu verteidigen gegenüber dem Denken. Aber nachdem Daniel selbst Erkenntnistyp ist, war das Lustige, dass seine Verteidigung des Fühlens gegenüber dem Denkens im Grunde das Gleiche fast nochmal war mit anderen Worten, was ich gesagt habe. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass er das Fühlen über das Denken stellt. Aber lese es selber. Wenn du dich auf www.ralfstumpf.de/newsletter zum Newsletter einträgst, dann bekommst du auch einen Link auf das Newsletter-Archiv. Und dann kannst du den Letter Nummer 340 dir im Archiv angucken, wo Daniel in dem Gastbeitrag seine Sicht verteidigt. Ich komme tatsächlich jetzt schon zum zweiten Absatz dieses Newsletters. Und der lautet: Dafür gehen wir zu einem Thema, mit dem sich schon Richard Bandler und John Grinder beschäftigt haben. Woher weißt du, was du weißt? Wie kommst du zu deinem Wissen über dich und die Welt? Ja, das ist die entscheidende Frage des NLP. Wirklich, es ist wirklich die entscheidende Frage des NLP. Es ist so eigentlich lustig, dass von diesen Zehntausenden, Hunderttausenden von Menschen, die NLP machen, wahrscheinlich die allermeisten sagen würden, NLP ist eine Methode, also eine Methodensammlung, eine Werkzeugkiste, Schweizer Messer der Psychotherapie, sowas in der Richtung. Dabei, wenn man guckt, fing Bandler und Grinder eigentlich sehr philosophisch an mit dem, was sie da gemacht haben. Mit dem, ich komme gleich drauf, was Epistemologie heißt, also die Frage, woher weiß ich, was ich weiß, die Wissenschaft vom Wissen schaffen, sozusagen. Und dahinter steht natürlich, das kommt gleich im zweiten Abschnitt, Alfred Graf Kozibski mit dem berühmten Satz, die Landkarte ist nicht das Gebiet. Und auch die Bedeutung, die der Erkenntnisbereich hat in der Art, wie wir Menschen die Welt sehen. Und Bandler, man weiß nicht so genau, was der war. Also es heißt, er war Musiker, er war Informatiker, er war Gestalttherapeut. Ich glaube, der war einfach ein Lebenskünstler. Er ist vermutlich immer noch ein Lebenskünstler. Aber in dem Augenblick, wo er auf Grinder traf, war Bandler halt in der Hauptsache Gestalttherapeut, nennen wir es mal so. Also er konnte gut Gestalttherapie. Und Grinder war an derselben Uni Assistenzprofessor, und nachdem Bandler eine Gestalttherapiegruppe machen wollte, brauchte er irgendeinen Mitarbeiter von der Uni, der da Aufsicht führt, und das war halt dann Grinder. Ich habe bis heute nicht erfahren, wie es kommt, dass ein Mensch aus dem Bereich Linguistik eine Aufsicht führt im Bereich Psychotherapie, aber vielleicht war das einer der großen Zufälle der Welt, die uns das NLP geschenkt haben. Jedenfalls, die beiden haben zusammengearbeitet. Grinder ist ja 10 Jahre älter als Bandler. Ich glaube, Grinder war von Bandler beeindruckt, von dem, was Bandler kann. Und irgendwie entstand die Idee, man könnte doch versuchen, das, was Bandler da macht, also die Künste der Gestalttherapie, man könnte da versuchen, das irgendwie sprachlich abzubilden, also da irgendeine Art von Beschreibung dieser inneren Prozesse, dieser inneren Landkarten, dieser inneren Modelle, Modeling zu finden. Und das haben die beiden gemacht, und das ist dann später NLP geworden. Bandler, Nick Grinder, wie gesagt, als Linguist kannte halt die Transformationsgrammatik, und das ist wohl eine Art von Metasprache, Metalinguistik. Das Wort Meta spielt im NLP ja auch eine ganz große Rolle, wo man halt eine Sprache hat, um eine Sprache zu beschreiben, also eben eine Metasprache. Und damit haben die beiden sich beschäftigt, und
sobald man sich natürlich mit Sprache beschäftigt, also als Linguist, ist eigentlich sehr naheliegend, und das war damals auch ein sehr naheliegender Gedanke, und ist auch in diesen ersten NLP-Büchern mit drin, dass natürlich Sprache nicht Wirklichkeit ist. Also Sprache ist ein Abbild der Wirklichkeit. Da steht immer wieder in den ersten NLP-Büchern drin, wo Bandel und Grinder halt schreiben, dass das Wort Tisch an sich nichts Tischhaftes hat. Also du kannst auf das Wort Tisch kannst du nichts draufstellen. Und Bateson meinte später mal den schönen berühmten Satz, nur der Wahnsinnige isst die Speisekarte statt des Menüs und beschwert sich anschließend über den faden Geschmack. Also die Frage von Abbild und Wirklichkeit ist eine Frage, die auch im NLP eine sehr große und sehr zentrale Rolle spielt. Ich sage auch im NLP, weil natürlich beschäftigt sich damit auch intensiv Paul Watzlawick und der Konstruktivismus. In unserer jetzigen Zeit ist das ein Thema, was bei Jordan Peterson eine ganz große Rolle spielt in seiner Arbeit. Aber gerade wenn man Paul Watzlawick liest, stellt man fest, die Frage beschäftigt die Menschen seit mindestens 2.000, 3.000 Jahren. Also, wie kommen wir eigentlich zu unserem Bild von der Welt? Woher wissen wir, was wir wissen? Und irgendwie gibt es ein da draußen, irgendeine Welt, und wo sich jetzt also auch schon die Denker, Philosophen und schlauen Köpfe seit mehreren tausend Jahren einig sind, ist, dass es da draußen halt irgendeine Art von Welt gibt und wir die aber nicht direkt wahrnehmen, sondern indirekt. Also wenn du an Platons Höhlengleichnis denkst, wo eben irgendwelche Gegenstände vor dem Feuer hin und her getragen werden und die Festgebundenen sehen halt nur die Schatten an der Höhlenwand. Hast du genau dieses Beispiel schon drin mit dem Erkennen? Und das heißt, wir sehen Schatten, wir sehen Abbilder, und Bandel und Grinders Idee war, naja, die Sprache ist so ein Schatten, die Sprache ist so ein Abbild, die Sprache ist eine Landkarte, die Sprache ist ein Modell. Und was die beiden dann als Therapieansatz gewählt haben, natürlich nicht als Originalidee, sondern abgeguckt von erst Virginia Satir, davor Fritz Perls, später Milton Erickson, Gregory Bateson hat auch eine Rolle gespielt. Was die beiden da abgeguckt haben oder sich angeschaut haben, ist, dass dieses Abbild logischerweise niemals wahr ist im Sinne von, dass es der Wirklichkeit entspricht, weil das sagt ja schon das Wort Abbild. Man muss auch dazu sagen, dass ein hundertprozentig akkurates Abbild sinnlos wäre, weil nehmen wir an, du kommst nach Berlin und du warst noch nie in Berlin und du willst dich hier orientieren und du brauchst einen Stadtplan. Und ich sag dir, du, ich habe was ganz was Tolles für dich. Ich habe hier extra für dich einen Stadtplan von Berlin im Maßstab 1 zu 1 3D. Also genauer geht's nicht. Dann wirst du merken, dass dir ein Stadtplan von Berlin im Maßstab 1 zu 1 3D überhaupt nichts hilft, weil damit kannst du dich halt genauso wenig orientieren, wie wenn du ohne Plan in Berlin wärst. Also der Plan, die Abbildung, das Modell, die Landkarte bekommt ja gerade deswegen die Nützlichkeit durch die Unähnlichkeit zur Wirklichkeit. Aber eine Unähnlichkeit, die halt doch eine strukturelle Ähnlichkeit und hat und deswegen der Orientierung dient. Und der Therapieansatz oder der Coachingansatz des NLP ist jetzt halt zu sagen, die sind zwar alle nicht wahr, diese Abbilder. Also jedes Modell ist im Grunde falsch. Jedes Modell ist gelogen. Das sind Gedanken, die also eben Paul Watzlawick und dann auch Tony Robbins immer wieder bringen. Aber auch wenn alle gelogen und falsch sind, gibt es doch Unterschiede in den Konsequenzen, welches Leben sie dir ermöglichen. Also ob du damit im Großen und Ganzen deine Ziele erreichst, ob du ein glückliches Leben lebst. Und ob das Ganze aufgeht. Also ich meine, wenn in der Metapher zu bleiben, deine Landkarte sagt, da ist eine Straße, da kannst du fahren und in der Wirklichkeit ist da aber eine Backsteinmauer, dann wird das wehtun. Und dann, naja, gilt ja halt auch der Satz, wenn die Realität und deine Landkarte im Konflikt sind, gewinnt normalerweise die Realität. Auch wenn Albert Einstein mal ganz berühmt das Gegenteil gesagt hat, der meinte, wenn die Beobachtung nicht mit der Theorie übereinstimmt, umso schlimmer für die Beobachtung. Nein, die NLP-Idee ist da eher, lass uns die Landkarte ändern, lass uns die Landkarte so ändern, dass wir uns in der Welt gut orientieren können. Und drum müssen sie natürlich
sich mit der Frage beschäftigen, wie entsteht denn überhaupt die Landkarte? Also woher weiß ich, was ich weiß? Und wenn du die frühen NLP-Sachen kennst, die heute noch oft in den Practitionern gelehrt werden, dann kennst du bestimmt auch die universalen Gestaltungsprozesse. Dann weißt du, dass den ersten Filter, den die Welt, wo die Welt durchkommen muss, dass sie bei uns ein Abbild geben kann, ist erstmal der physiologische Filter, also vor allem Sehen, Hören, Fühlen, Riechen, Schmecken, WAKOK, dass es eben durch die Sinne durchgeht. Dann kommt als zweite Filterschicht die sozialen Filter. Da ist der wichtigste die Sprache, weil Sprache natürlich auch ein Filtersystem ist. Also wir machen das so, dass wir normalerweise, wenn wir die Wirklichkeit wahrnehmen, in der ersten Schicht unsere Sinne, Sinn kommt übrigens von dem alten Wort für Weg, also unsere Sinne, die Wege in den Körper hinein, auf die Welt richten, dann nehmen wir bestimmte Dinge wahr und das ist dann schon das erste Abbild. Und dieses Abbild wird nochmal abgebildet in Sprache, das ist dann das zweite Abbild. Und dann kommt nochmal individuelle Ergänzungen dran, also die individuellen Filter. So haben wir dann also die neurologischen, die sozialen und die individuellen Filter. Andersrum kennst du das vielleicht als universale Gestaltungsprozesse, Tilgung, Generalisierung und Verzerrung. Und das, was Bandelong Rinder jetzt sozusagen auf dem Weg zur wirklichen Wahrheit vorschlagen, das halte ich nach wie vor sensationell, ist es halt zu sagen, wir gehen den Weg wieder zurück. Das heißt, da kommt dann irgendein Klient ins Coaching oder in Therapie mit seinem individuellen Abbild der Welt, wo er sich halt ständig eine blutige Nase holt, weil er gegen Wände läuft, wo auf seiner Landkarte eigentlich Straßen eingezeichnet sind. Und dann ist die Idee von NLP, dass wir zurückgehen, also zurück durch die individuellen Filter, zurück durch die Sprache. Jetzt kommt der Linguist John Grinder ins Spiel. Wieder hin zum ursprünglichen sensorischen, sinnespezifischen Input und überlegen, wie wurde das eigentlich abgebildet? Also NLP sagt, und das ist vielleicht auch nachvollziehbar, dass wir halt an diesem sensorischen Input nicht viel ändern können. Also wir haben halt alle ungefähr dieselben gleichen fünf Sinne und sehen, hören, fühlen, riechen, schmecken den gleichen Ausschnitt aus dem elektromagnetischen Spektrum. Und übersinnliche Wahrnehmung spielt jetzt erstmal keine Rolle im klassischen NLP-Modell. Das heißt, das nehmen wir so, wie es ist. Aber bereits bei der Übersetzung, bei der Abbildung in Sprache, kommt es dann halt oft zu Abbildungsfehlern und alles, was darauf aufbaut, ist dann natürlich fragwürdig. Das heißt, die Frage, woher weißt du, was du weißt, ist das wirklich wahr? Wer wärst du ohne diese Geschichte? Du kennst vielleicht die Sätze von Byron Katie. Ist im NLP die zentrale, ursprüngliche, erste Frage. Ich lese mal weiter, was ich im Newsletter schrieb. Da steht: Bandler und Grinder haben dabei aufgebaut auf dem, was Alfred Graf Kozibski erdacht hatte, doch die Spur führt viel weiter zurück, bis mindestens ins alte Griechenland. Auch nach Bandler und Grinder ging es weiter. Heute beschäftigt sich die Hirnforschung mit dem Thema und ganz aktuell die Robotik und die KI. Es gibt sogar eine eigene Wissenschaft vom Wissen schaffen, die Epistemologie. Das mit der Robotik und der KI finde ich übrigens absolut spannend. Das habe ich von Jordan Peterson, weil der beschäftigt sich ja in Maps of Meaning, also seinem Hauptwerk, an dem er 20 Jahre gearbeitet hat. Und du hörst ja schon Maps of Meaning, also Landkarten, also Bedeutungslandkarten auf Deutsch gesagt, beschäftigt er sich halt mit diesen Landkarten. Und er kam erst viele Jahre später drauf, weil das Buch ist, glaube ich, ungefähr aus dem Jahr 2000, sich nochmal mit dem Thema Wahrnehmung zu beschäftigen. Und er hat da sehr spannende Sachen entdeckt, die halt aus der Robotik und aus der KI kommen, weil er sagt, wie dann die ersten Roboter besser gebaut worden sind, hatten halt die Roboterbauer die naheliegende Idee, naja, jetzt bringen wir halt dem Roboter mal irgendwie das Gucken bei, dass der halt auch was sieht. Und dann machen wir halt eine Kamera drauf. Und dann haben die gemerkt, ups, so einfach ist das ja gar nicht, weil, also wir haben sozusagen unser eigenes Sehen, Hören, Fühlen, Riechen, Schmecken völlig neu entdeckt bei dem Versuch, das einer Maschine beizubringen. Weil Sehen im Sinne von, dass ein Roboter sich mit einer Kamera in einem Raum orientieren kann, hat ganz wenig zu tun mit Bildverarbeitung. Also man dachte, Bildverarbeitung beherrschen wir, also können wir Robotern das Sehen beibringen, aber weit gefehlt. Weil, wenn du mal überlegst, so eine Bildverarbeitung findet ja im Grunde auf der Ebene der einzelnen Pixel statt.
Das heißt, da wird so ein Bild beguckt vom Computer Pixel für Pixel. Und wenn du jetzt da irgendein Objekt hast, machen wir es ganz einfach. Roboter sollen ihren Weg finden in einem Zimmer, wo irgendwelche Klötze rumstehen und sollen vielleicht mit den Klötzen irgendwas tun. Und dann ist es ja so, dass wenn der Roboter von der einen Seite auf das Klötzchen guckt, sieht das Bild so aus. Und wenn der dann einen Meter weiter sich bewegt und von der anderen Seite auf das Klötzchen guckt und vielleicht auch das Licht nur von einer Seite kommt, dann ist es ein komplett anderes Bild. Das heißt, wie soll der arme Roboter bitte auf die Idee kommen, dass dieses komplett andere Bild denselben Gegenstand benennt? Und seit wir das entdeckt haben, lernen wir ganz neu, wie wir selber überhaupt sehen lernen. Also das ist, ich finde das so spannend. Zum Beispiel, wenn du selber mal kleine Kinder hattest oder dir mal welche ausgeliehen hast, kennst du vielleicht bei Babys, dass sie dieses Spiel lieben, dass du das Baby an dich ranhältst und dann hältst du es weg mit ausgestreckten Armen und dann ziehst du es wieder ran und dann hältst du es wieder weg mit ausgestreckten Armen und die quietschen und lachen und freuen sich da so, dass du sie da einen Meter nach vorne und einen Meter nach hinten schiebst. Und ich glaube, die meisten Eltern spielen das Spiel mit den Babys, weil die Babys halt so lachen und quietschen. Und deswegen spielen die Eltern da weiter. Was die Eltern nicht wissen, ist, das Baby lernt gerade sehen. Weil das Baby macht eine ganz beeindruckende Entdeckung. Also wenn ich das mit meiner Tochter gemacht habe, dann war sozusagen die Entdeckung, die sie gemacht hat, das ist faszinierend. Papa wird größer und kleiner, bleibt aber Papa. Weil überleg mal, wenn ich sie direkt vor mein Gesicht halte, dann füllt mein Gesicht im Grunde ihr gesamtes Sichtfeld aus. Das heißt, denk dir so eine Leinwand, das ist jetzt eine komplette, totale, rangezoomt meines Gesichts. Und dann, auch wenn ich sie nur einen Meter weghalte, ich meine, viel länger sind meine Arme nicht, dann ist es aber trotzdem so, dass plötzlich mein Gesicht noch einen relativ kleinen Teil des Bildes ausmacht. Und in der Bewegung meiner Arme, also in dem Vor- und Zurück, in diesem Posaunenzug, den ich da mache, sieht sie, dass mein Gesicht größer und kleiner wird. Und für uns Erwachsene ist das völlig normal. Ja, natürlich, ich meine, Abstand und Größe, das können wir ja verarbeiten. Aber hallo, das muss man auch mal irgendwann lernen. Und drum haben wir also ganz viel jetzt wirklich über Wahrnehmung und wie wir zu unserem Wissen kommen gelernt, indem wir das versucht haben, Robotern und KI beizubringen. Ich finde das spannend. Was ist Wahrheit? Dieses Bild entsteht auf eine merkwürdige Art. Ich lese mal weiter. In unserer heutigen Form gibt es das Thema seit der Renaissance. Damals kamen die Menschen auf die Idee, dass wir die Welt mit unseren Sinnen, Wahrkopf, objektiv wahrnehmen können. Ein Mensch des Mittelalters hätte bei diesem Gedanken gestaunt. Dem war die Welt kein Objekt. Der war im Dialog mit einer lebendigen Welt und manchmal verbarg sie sich oder narrte ihn. Außerdem wusste er, dass Gott oder andere Geister den Menschen gerne mal die Sinne vernebeln. Das habe ich gelesen bei Egon Friedell in der Kulturgeschichte. Und das fand ich so spannend. Das fand ich so spannend, weil, also das Tolle bei Glaubenssatzarbeit ist ja, dass man die eigenen Glaubenssätze immer für Wahrheit hält, bis man irgendwo mal was liest, was halt anders klingt. Und als das Friedell schrieb, dass halt im Mittelalter die Leute nie auf die Idee gekommen wären, dass sie die Welt objektiv sehen können, und dann, dass es ein komplett schockierender neuer Gedanke der Renaissance war, dass also wir objektiv die Welt sehen können und dass das unter anderem halt braucht, die Objektifizierung der Welt, das heißt, damit die Idee überhaupt denkbar ist, dass wir die Welt objektiv, also als Objekt sehen können, muss die Welt halt ein Objekt sein. Und für den Menschen des Mittelalters und natürlich noch viel mehr den Menschen der Antike und der Zeit davor, war die Welt lebendig. Das heißt, nicht nur Pflanzen und Tiere, sondern alles in der Welt lebte, jedes Stück, jeder Gegenstand, jeder Stein, jeder Ort, Wind und Wetter, Sonne, Wolken, Mond und Sterne, alles war lebendig. Und es gab darüber hinaus natürlich noch irgendwelche Geistwesen, Dämonen, Schabernack treibende Trolle und sonstiges und über allem Gott oder je nachdem, in welcher Welt du lebst, die Götter. Und wenn du dir die Bibel anguckst, dann wirst du immer wieder Stellen finden. Also ein ganz berühmter ist halt zum Beispiel, wie Moses zum Pharao geht und sagt, lass meine Leute ziehen aus Ägypten.
da steht dann wirklich drin, dass Gott die Sinne des Pharaos vernebelt und sein Herz verstockt. Das heißt mit anderen Worten, ich fand die Stelle immer ein bisschen unfair, ehrlich gesagt. Also da kommt Mose zum Pharao und sagt, Pharao, bitte lass unsere Leute gehen. Und der Pharao wollte eigentlich sagen, ja, von mir aus, okay, gute Reise. Aber dann kommt Gott und tut dem Pharao die Sinne vernebeln und das Herz verhärten, sodass der Pharao eigentlich gegen seinen Willen Nein sagt. Und dann kommt Gott mit den Plagen, um den Pharao irgendwann wirklich in die Verzweiflung zu treiben, dass er das Volk Israel gehen lässt. Also so richtig so super gerecht fand ich das nicht. Aber wie auch immer, jedenfalls in diesen und ähnlichen Stellen ist es so, dass immer wieder ganz klar ist, dass Gott die Möglichkeit hat einzugreifen, was du siehst und hörst und verstehst und was nicht. Das heißt, der Mensch des Altertums und auch noch der Mensch des Mittelalters wäre nie auf die Idee gekommen, dass sein Blick auf die Welten objektiver ist. Und darum gab es auch die Idee, dass bestimmte Dinge sich aktiv verbergen, also dass irgendwas sich quasi deinem Blick entzieht, sich vor deinen Augen versteckt. Manche kennen das heute noch von ihrem Hausschlüssel, wenn sie den irgendwo suchen und da hat er sich ja versteckt. Wobei, da glaube ich, wird mehr davon ausgegangen, der hätte Füße. Also das, was man Halluzination nennt, positive und negative Halluzination, also positive Halluzination ist, du siehst was es da nicht gibt und negative Halluzination ist halt, du siehst was nicht, was es da gibt und das war, bis in die Renaissance, war das normale Denken. Und dann irgendwann kam dieses doch eigentlich sehr eingeschränkte Bild, dass wir da statt Sinne so eine Art Messinstrumente haben, mit dem wir einfach in die Welt reingucken und das sehen, was da wirklich ist, was wirklich völliger Blödsinn ist. Das weißt du natürlich, dass wenn zwei oder drei Leute sich dasselbe angucken, sieht jeder was anderes. Also eigentlich weiß man das. Und es war halt so spannend, mal für ein paar hundert Jahre, ich meine, länger als 300 Jahre ging die Geschichte ja nicht, so wie aufregend wäre das doch, davon auszugehen, dass zwei, drei, vier Leute gucken sich dasselbe an und alle sehen sie das Gleiche. Also das Abbild stimmt überein. Und da kam er dann am Ende her, unsere Idee von der objektiven Wissenschaft, dass also wenn ein Experiment gemacht wird, wenn irgendein Versuch durchgeführt wird, muss der halt wiederholbar sein. Das heißt, wenn du was machst und da was Bestimmtes misst, also wahrnimmst, und um das zu verifizieren, müsste ich imstande sein, dass wenn ich dieses Experiment wiederhole, dann messe ich dasselbe, nimm also dasselbe wahr. Und das war, würde ich mal sagen, vielleicht von 1400 bis 1900, lass es uns großzügig machen, dann waren es 500 Jahre, wo wir diesen Traum geträumt haben. Und dann kam Werner Heisenberg um die Ecke mit seiner Unschärferelation und hat die Illusion wieder zerstört. Und seitdem wissen wir wieder, was wir vorher schon wussten, nämlich dass der Beobachter das, was er beobachtet, beeinflusst, also mitbestimmt. Jetzt, was fangen wir mit all dem an? Dazu lese ich weiter im Newsletter. Heute glauben wir es besser zu wissen. Wirklich? Woher weißt du, was du weißt? Ich muss doch wieder eine Zwischenbemerkung machen. Ich hoffe, dass du jetzt inzwischen, nachdem ich darüber über eine halbe Stunde rede, verstehst, wie wichtig diese Frage ist, weil du kannst aus NLP-Sicht im Grunde jedes Problem, jede Schwierigkeit, jedes Unglück deines Lebens zurückführen auf diese Frage. Woher weiß ich das eigentlich? Ist das wirklich so? Bilde ich mir das nur ein? Vielleicht ist das ein Missverständnis. Also es ist eine sehr, sagen wir mal so, die direkte Art ist zu sagen, ich habe ein Problem, ich will es lösen. Und die etwas komplexere Art, die eben NLP macht, ist zu fragen, Moment, hast du wirklich ein Problem? Also ich meine, woher weißt du eigentlich, dass du ein Problem hast? Vielleicht hast du gar kein Problem. Lass uns doch mal angucken, wie du zu dem Bild, Modell, Landkarte, Überzeugung kommst, dass du ein Problem hast. Also, woher weißt du, was du weißt? Ich lese weiter den Newsletter. Der beste Tipp, den mir Vera F. Birkenbiel gab, war, regelmäßig Informationen aus Quellen zu schöpfen, die sich von meiner eigenen ideologischen Blase unterscheiden. Danke, Frau Birkenbiel.
Über viele Jahre machte ich das in meinem Kerngebiet, dem NLP und seinen angrenzenden Bereichen. Dann, vor etwa 10 Jahren, interessierte ich mich wieder mehr für gesellschaftliche und politische Themen und folgte dem Birkenbielschen Rat. Also schaute ich im Internet, fing an zu lesen und staunte. Ja, Vera F. Birkenbiel, das ist mit Sicherheit eine der heißesten Begegnungen in meinem ganzen Leben. Ich glaube, ich habe noch nie in irgendeinem Podcast gesagt, wie ich überhaupt zu Frau Birkenbiel gekommen bin. Also ich war von Studententagen an ein Birkenbiel-Fan. Ich habe in Berlin Musik studiert, mich aber immer auch schon für diese Psycho-Eso-Mental-Sachen interessiert. Und dann war natürlich völlig klar, also ich habe das ja gemacht Mitte, Ende der 80er Jahre, da kam man an dem Namen Birkenbiel nicht vorbei. Frau Birkenbiel war der Star der Szene. Sie hat ja wirklich diese ganze Szene revolutioniert. Ihr Buch Stroh im Kopf war überhaupt das Buch schlechthin zu dem Thema. Ihre Persönlichkeit war schillernd und einzigartig. Das heißt, man kannte Frau Birkenbiel. Und ich habe damals als Student irgendwann mal wirklich für mich eine unvorstellbare Summe zusammengekratzt. Das waren 700 D-Mark. Also überlegt mal, was das Ende der 80er war. Und für diese 700 D-Mark bekam ich damals ein Abendseminar bei Frau Birkenbiel in München. Das heißt, ich bin da hingefahren und habe zum ersten Mal Vera F. Birkenbiel erlebt und war natürlich begeistert. Ich war geflasht, auch obwohl sie am Anfang einen Satz gesagt hat, für den ich ihr mindestens eine halbe Stunde böse war, weil sie meinte am Anfang des Seminars, und wenn sie nur einen Satz heute mitnehmen, der ihr Leben verändert, dann hat sich das schon gelohnt. Und ich habe innerlich protestiert, nein, ich zahle hier 700 D-Mark, jeder einzelne Satz muss Gold sein. Und ich habe mich so aufgeregt, dass ich die erste halbe Stunde, glaube ich, gar nichts mitbekommen habe. Im Grunde hat sie recht. Also wenn bei so einem Abendseminar ein Satz dabei ist, der dein Leben verändert, dann ist das ein hervorragendes Geschäft. Ich blieb dann locker mit ihr quasi aus der Fanposition verbunden, beobachtete ihren Weg, ihren Aufstieg, las ihre Bücher, guckte hier und da mal ein Video, damals noch VHS-Kassetten, sah, wie sie dann im Rahmen dieser Dotcom-Hysterie-Blase mit Wolfgang Lang an ihrer Seite wirklich kometenhaft aufstieg, irgendwann die Köln-Arena gefüllt hat. Und das wurde ja immer größer und dann gab es den Crash. Und Frau Birkenbiel war kurzzeitig weg von der Bildfläche und fing dann wieder viel kleiner an. Und hatte auch ihre Zielgruppe geändert und ihr Thema. Aber dann war ihr Thema ganz stark Lernen und Lehren und die Zielgruppe eben einfach entsprechend. Und sie fing dann in dem Bereich eben neu an und veranstaltete ein Trainertraining zu einem stolzen Preis. Also wirklich einen sehr stolzen Preis. Und der Preis war so stolz, dass sie aufgrund ihres Wiederaufbaus und weil sie halt in der Phase war, wo sie gerade mal nicht mehr so bekannt war, sie bekam die Plätze nicht los. Und darum hatte sie dann eine Kooperation mit dem DVNLP für dieses Seminar gemacht, dass DVNLP-Trainer die Möglichkeit hatten, für einen wirklich Schnäppchenpreis damit zu machen. Das wurde dann über den DVNLP kommuniziert. Und ich war dabei und war bei Frau Birkenbiel in, oh Gott, Köln, Mainz, irgendwas was in der Richtung, in einem Hotel, in einem großen Saal mit Hunderten von anderen Leuten im Birkenbielschen Trainertraining, was großartig war. Und habe dann, dafür geht man ja zu Seminaren, in der Pause eine Frau kennengelernt, mich mit ihr angefreundet und irgendwann kam raus, dass diese Frau im Grunde die rechte Hand von Frau Birkenbiel war, also ihre persönliche Assistentin, Sekretärin, soweit in der Richtung und wir fanden uns nett. Dann hat sie mich Frau Birkenbiel vorgestellt, Frau Birkenbiel fand mich auch nett. Ich war voller Bewunderung und dann kam raus, dass Frau Birkenbiel gar nicht so viele Leute kennt. Also ich dachte eigentlich, die kennt bestimmt Gott und die Welt, die kennt jeden, die ist ständig von Leuten umgeben. Aber nee, sie hatte schon eine, wie soll ich sagen, herausfordernde, manchmal schwierige Persönlichkeit, sodass viele Leute nur kurzzeitig mit ihr klarkamen und ich bin da scheinbar ein bisschen stabiler gebaut, das heißt, mir hat das nicht so viel ausgemacht. Und darum hatten wir ab dann, wirklich bis zum Ende ihres Lebens, hatten wir Kontakt, mal intensiver, mal weniger intensiv. Und ich bin so dankbar dafür. Die Frau ist eine solche Naturgewalt gewesen, eine solche Wucht, die ist so unglaublich. Also ich habe so viel von ihr gelernt und ich würde wirklich sagen, ich habe außerhalb ihrer Seminare mehr von ihr gelernt als in den Seminaren. Die Art, wie sie gedacht hat, wie sie das Leben angepackt hat, wie sie ihr Leben geführt hat, wie sie
mit sich und ihrem Gehirn, also wie sie mit dem Körper umgegangen ist, das lassen wir mal weg, aber wie sie mit sich und mit ihrem Gehirn umgegangen ist, ist wirklich faszinierend, faszinierend gewesen. Und für sie war es halt wichtig, ihren Geist fit zu halten. Also aus Gründen, die ich nie ganz verstanden habe, war die größte Panik ihres Lebens immer, sie könnte Alzheimer bekommen. Also das war für sie, das war das Schrecklichste überhaupt, der Gedanke, dass das oben nicht mehr funktioniert. Und drum hat sie intensiv recherchiert, wie kriegt man das denn hin, dass das da oben alles wunderbar und bis ans Lebenende ganz toll funktioniert. Und da kam sie irgendwann auf dieses Thema der Neurogenese. Also Neurogenese heißt, dass das Gehirn neue Gehirnzellen bilden kann. Also nicht nur neue Verbindungen, das wusste man, dass das bis zum Lebensende geht, sondern wirklich auch neue Gehirnzellen. Das hat man erst sehr spät entdeckt, dass das das Gehirn auch kann. Frau Birkenbiel meinte an der Stelle immer, das kann das Gehirn auch im Alter noch dann, wenn es gebraucht wird. Und bei den meisten Leuten würde es halt nicht gebraucht werden. Und drum war für Frau Birkenbiel eine ganz große Frage, wie kann ich mein Gehirn fit halten? Wie kann ich dafür sorgen, dass die Neurogenese, aus der dann die Neuroplastizität folgt, also die Fähigkeit zur Reparatur auch des Gehirns, wie kann ich das fit halten? Und da hat sie unter anderem eine Sache herausgefunden, die ich wirklich extrem spannend finde. Und zwar, ich weiß ihre Quelle dazu nicht, aber sie hat das immer wieder gesagt, dass wohl so ist, dass wenn jemand mindestens 10 Jahre lang nichts Neues denkt, also wenn das Gehirn mindestens 10 Jahre lang keine Neurogenese braucht, es muss keine neuen Gehirnzellen bilden, weil die alten reichen gemütlich aus, dann verliert das Gehirn irgendwann die Fähigkeit zur Neurogenese. Und wenn dann was kaputt geht, lässt sich's halt nicht mehr vernünftig reparieren. Und darum war ihr wichtig, das zu erhalten. Und die Lösung ist halt, du musst regelmäßig wirklich Undenkbares denken. Also ganz neue Sachen denken. Du musst Sachen denken, wo du erst denkst, dass das geht jetzt einfach nicht in mein Hirn rein. Und nach Frau Birkenbiel sind es 2 Sachen, die da vor allem am allerbesten überhaupt helfen. Das eine ist, ein komplexes Instrument zu spielen, und da führt im Grunde kein Weg am Klavier vorbei. Denn es gibt nicht viele Instrumente, die mehrstimmig sind. Also Orgel, Kirchenorgel wäre nicht noch eher noch besser, weil du die Füße auch noch mit irgendwelchen Stimmen mit einsetzt. Dirigent wäre auch ein guter Beruf, weil du da noch mehr Stimmen hörst. Aber so für normale Menschen kann man sagen, ist das Mittel der Wahl das Klavier. Das heißt, es hat wahrscheinlich einen Grund, dass es früher mal eine Zeit gab, wo Leute in diesem Land gebildet waren, auf Bildung Wert gelegt haben, wo es einfach so war, dass alle Kinder aus gebildeten Häusern lernten ein Instrument und Klavier. Also zu sagen, ich kann Klavier spielen, das war so, ja, okay, du kannst ja auch atmen. Das ist jetzt nichts Besonderes, Klavier spielen kann jeder. Also ein komplexes Instrument, das ist Klavier und fremde Sprachen. Und zwar am besten wirklich fremde Sprachen. Das ist der Grund, warum Frau Birkenbiel, wenn du ihren Weg verfolgt hast, wirst du das wissen. Sie hat sich ja erst beschäftigt mit Chinesisch, dann mit Japanisch, dann mit Indisch, dann sehr ausführlich mit Arabisch, dann glaube ich mit Nepalesisch und so weiter und so fort. Das heißt, sie hat sich ganz bewusst in fremde Sprachen eingearbeitet, mit exakt null Interesse, diese Sprachen wirklich sprechen zu können. Das konnte sie nicht. Also sie konnte Arabisch mehr oder weniger flüssig lesen am Ende, aber im Grunde kein Wort reden darüber. Weil sie wollte, das hat das Ganze gemacht als Gehirngymnastik, sie wollte damit ihr Hirn fit halten, weil halt, denk an die neuronalen Filter, die sozialen Filter und die individuellen Filter, Sprache ist halt diese wichtige zweite Schicht in der Weltwahrnehmung. Und sobald du lernst, etwas in einer anderen Sprache wahrzunehmen, lernst du eine andere Welt. Ich habe neulich mal einen sehr spannenden Text gelesen im Internet darüber, wie unser deutsches Geldverdienen in anderen europäischen Sprachen heißt. Und ich weiß es jetzt nicht mehr hundertprozentig. Du weißt ja, im Amerikanischen, okay, europäische Sprache, aber du weißt, was ich meine. Im Amerikanischen heißt es Geld machen. Im Englischen heißt es Geld ernten. Und in anderen europäischen Sprachen, also in Deutschland, wie gesagt, Geld verdienen. Ich glaube, irgendwo im Osten heißt das Geld gewinnen, Geld finden. Die anderen Sachen fallen mir jetzt nicht mehr ein. Aber das Lustige ist, dass es quasi in jeder europäischen Sprache ein anderes
Verb gibt. Und das heißt, es gibt Länder, wo, wenn einer neue Stelle angenommen hat, würde ihn der andere fragen, und wie viel Geld findest du denn da? Und wie viel Geld machst du denn da? Wie viel Geld erntest du denn da? Wie viel Geld suchst du denn da? Wir sagen halt, wie viel Geld verdienst du da? Und diese verschiedenen Arten des Denkens, das ist, was Frau Birkenbeer in den Sprachen gesucht hat. Und in dem Zusammenhang kommt halt auch ihr Tipp, dass man sich regelmäßig mit Weltbildern, Welterklärungen, Theorien beschäftigt, die der eigenen so komplett widersprechen, dass sie für dich undenkbar sind. Und also jetzt mal ganz klar, es geht nicht darum, dass du dich mit so einer Theorie beschäftigst und sagst, ja, so ein Quatsch, und die weit von dir weißt. Es geht darum, sich darauf einzulassen. Es geht im Grunde darum, zu versuchen, die zu verstehen. Also sich mit diesem Bild zu beschäftigen. Und ich fand diesen Tipp schon spannend in dem Buch von Robert Anton Wilson, Der neue Prometheus, wo er den dritten Schaltkreis erklärt, wo es ja auch darüber ging, wo er halt auch bewusst sagt, unterhalte dich mal mit einem intelligenten Marxisten, unterhalte dich mal mit einem intelligenten Katholiken, unterhalte dich mal mit einem intelligenten Moslem, unterhalte dich mal mit einem intelligenten, und da kommen halt verschiedene Weltanschauungen, Ideologien, sowas in der Richtung, Philosophien. Das wichtige Wort dabei ist immer intelligent. Und lass dich mal drauf ein. Und ich mache das halt wirklich, seit ich diesen Tipp von Frau Birkenbiel habe, drum jetzt ja auch diese Newsletterei, von der ich jetzt fast schon die Hälfte des ersten Textes vorgelesen und erweitert habe. Ich glaube, ich mache weiter mit der Reihe. Das macht mir Spaß, dir hoffentlich auch. Also es geht darum, nicht das irgendwie angewidert von sich zu weisen, sondern sich drauf einzulassen und das eigene Denken durchzumassieren, damit da halt neue Gehirnzellen sprießen und das locker, flockig, fit, geschmeidig und beweglich ist da oben. Also, ich lese weiter. Also schaute ich im Internet, fing an zu lesen und staunte. Da standen wilde Sachen, Unglaubliches. Jede Seite nahm für sich in Anspruch, die Wahrheit zu verkünden. Jede Seite warf den anderen Seiten vor, wilde Verschwörungstheorien zu verbreiten. Und ich war mittendrin, unbedarft und mit wenig Vorwissen. Wie sollte ich da die Spreu vom Weizen trennen? Ich habe damals aus dem NLP einige Kriterien entwickelt, wie ich mir ein Urteil bilden kann über Verschwörungstheorien und Wahrheitserzählungen, ohne vom Thema Ahnung zu haben. Mein Vorteil war, dass NLP gut auf der Metaebene arbeiten kann. Diese Kriterien will ich mit dir in den nächsten beiden Lettern teilen. Da muss ich jetzt schon sagen, das ist der Letter 341, das mit den nächsten beiden Lettern ging schief. Es ist jetzt dann doch eine sechsteilige Reihe geworden, weil die zwischendurch kurz mal in eine andere Richtung gegangen ist. Aber die Grundfrage blieb dabei. Was mich damals, ich habe das also Ende der 10er Jahre angefangen. Also ich habe es ja auch gerade vorgelesen. Ich habe zuerst den Birkenbielschen Tipp so umgesetzt, dass ich mich beschäftigt habe mit Theorien halt aus NLP, also Gehirnforschung und psychotherapeutische Coaching-Konzepte, sowas in der Art, Erklärungen der menschlichen Psyche und ähnliches. Und habe da verrückte Sachen gelesen. Also gerade in der Coaching- und ESO-Szene gibt es wirklich extrem verrückte Sachen. Das kann ich dir sagen. Da gibt es sowas von verrückte Sachen. Da reden wir jetzt nicht drüber. Und habe dann, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr warum, irgendwie, ich glaube, weil Frau Birkenbiel sich explizit darauf bezogen hat, dann halt beschlossen, dass ich nach Jahrzehnten, wo ich mich für Politik eigentlich überhaupt nicht interessiert habe, mich in die Politiktexte stürze, Politik und Weltanschauung, was im Nachhinein gesehen eine der besten Entscheidungen meines Lebens war. Es hat sich als so eine Goldader herausgestellt. Und dann war natürlich so, ich wollte die absurden Sachen finden. Also ich habe mir überlegt, wie kriege ich jetzt die wirklichen, also das, wo mein Gehirn Schluck aufkriegt. Und das heißt, ich habe dann überlegt, wenn ich jetzt Google frage, was sind die heißesten linken und rechten Blogs, die es gibt, da sagt mir Google erstmal überhaupt nichts, da kommt nicht wirklich was. Das Tolle war, damals gab es das noch, die Seite gibt es leider inzwischen nicht mehr. Damals gab es noch Listen im Internet, die meistverbreitetsten politischen Blogs in Deutschland. Und ich habe damals eine Liste da gefunden, also Ende der 10er Jahre war das, die 20 verbreitetsten politischen Blogs in Deutschland. Und das Spannende an denen war, dass das wirklich
ziemlich gleich verteilt. Stramm rechts, stramm links, stramm wirtschaftlich ausgerichtet, einiges an Esoterik und wilde Verschwörungstheorien waren. Also die Mischung war genial. Es war wirklich einmal querbeet durch den Gemüsegarten. Ich war so glücklich und ich fing an, die Sachen zu lesen. Und wie ich geschrieben habe, mir fiel die Kinnlade runter. Also ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich weiß nicht, ob du dich für gesellschaftliche und politische Themen interessierst. Aber wenn man da so unbedarft reingeht, und dann geht es mir ja so, nachdem ich ja doch sehr empathisch bin und gut Positionswechsel kann, das Dumme war, ich habe dann immer so einen Text gelesen und dachte mir, ja, also mir ging es wie dem Rabbi in dem einen Witz, wo der Rabbi ein Urteil sprechen soll, weil es kommen zwei zerstrittene Parteien zu ihm und dann tut die eine Seite, stellt ihre Position dar und der Rabbi sagt, du hast recht. Und dann stellt die andere Seite ihre Position dar und der Rabbi hört sich das an und sagt, du hast recht. Und dann kommt dem Rabbi seine Frau und sagt, also man, du kannst doch nicht beide anhören und beiden Recht geben. Das geht nicht. Und dann sagt der Rabbi ihr, du hast Recht. Ungefähr so ging es mir. Das heißt, ich habe mir diese Theorien und Erklärungen angehört, also nicht angehört, gelesen. Und ich fand das durchgehend alles überzeugend. Das war natürlich ein bisschen schwierig, weil das schloss sich ja gegenseitig aus. Also war meine Frage, wie kriege ich das sortiert? Und dafür habe ich mir Kriterien zurechtgelegt aus dem NLP. Und ich sage es nochmal, ich habe das in den 10er Jahren gemacht. Das heißt, ich war unglaublich froh, als dann Corona kam, dass dieser Werkzeugkasten bereit lag. Dass ich das geübt hatte, dass ich also schon Routine darin hatte. Modelle und Erklärungen, die zu mir kommen, abzuklopfen. Inwieweit ich das für wahrscheinlicher oder unwahrscheinlicher halte, dass das wahr sein könnte. So, jetzt haben wir eine Stunde und ich habe tatsächlich vom Newsletter 341 die erste Hälfte gelesen. Jetzt fände ich spannend zu wissen von dir, findest du das jetzt eigentlich eher gut oder eher schlecht, wenn ich einen Newsletter auf die Art ergänze, also wenn ich das dazu sage, was ich mir so oft nur dabei denke. Ich glaube, ich mache das öfter. Also ich fand es schön, mir hat Spaß gemacht, ich hoffe dir auch. Ich verspreche dir, dass es das nächste Mal nicht ganz so ausführlich wird, sodass ich dann vielleicht einen ganzen Newsletter in einer Stunde Podcast ergänzen kann und vielleicht, wenn ich das öfter mache, ist manche Sachen wiederholen sich ja. Ich werde die Birkenbeer-Geschichte nicht jedes Mal erzählen, schaffe ich dann vielleicht sogar zwei Newsletter in einem Podcast. Wenn du wissen möchtest, wie dieser Newsletter-Text weitergeht, das war wie gesagt der 341er, inzwischen ist ja der 344er draußen, dann gehst du wie gesagt auf www.ralfstumpf.de/newsletter, trägst dich da ein, bekommst dann immer samstags den Text in den Posteingang und kannst dir das Archiv mit eben allen 300 Newslettern angucken und die durchlesen. Das sind ein paar, wie ich finde, wirklich gelungene Texte dabei. Normalerweise dicht, aber ich hoffe auch ganz gut geschrieben. Würde mich freuen, wenn dir das gefällt. Und gucken wir mal. Es kann gut sein, je nach dem Feedback, dass ich nächste Woche weitermache mit der zweiten Hälfte vom Newsletter 341 und dann vielleicht sogar den 342er noch mit bespreche. Ich danke dir sehr für deine Aufmerksamkeit, die du mir geschenkt hast. Wünsche dir viel Spaß mit diesen ganzen Sachen und freue mich, wenn du nächste Woche auch wieder dabei bist und zuhörst in diesem Newsletter über NLP und Modeling. Bis dahin, viel Spaß im Leben und tschüss.